Hallo und herzlich willkommen bei Kätzchen Jod. Ich bin namens Selim Şimşek und es geht heute darum, dass die kleine Baby Petra und die kleine Baby Katja, die ein sehr, sehr schlimmes Schicksal hatten. Die eine wurde ja mit circa 4 Wochen im Palomo-Hotel gefunden und die andere wurde mit einer ganz, ganz großen Wunde am Bauch gefunden. Also der Bauch war ja komplett aufgeschlitzt vom gesamten Umfang fast. Und die hatten ja auch ein Schicksal, dass die eine 3 Wochen beim Tierarzt war und auch ihrer Mama und ihren Geschwistern auch daher weggenommen wurde, weil die halt auch nicht in der Freiheit dann behandelt werden konnte und auch nicht bei mir zu Hause. Das war ein kleines Kind von circa 6 Wochen und dann ist sie ein paar Wochen beim Tierarzt geblieben, bis sie wieder gesund wurde und dann habe ich sie wieder beim Tierarzt abgeholt, aber ich habe sie dann bei mir zu Hause aufgenommen und habe sie erst gar nicht wieder ins Hotel dort gebracht, wo die gefunden wurde von 2 Urlaubern, die auch nicht weggeguckt haben, wo sie die Wunde von circa 8 bis 10 Tage hatte. Und dann habe ich die halt hierher nach Hause geholt und die war zu Anfang ganz, ganz scheu. Ich habe hier zuerst einen Stall aufgebaut, wo sie erstmal sich an das Zimmer gewöhnen sollte. Und dann war ja noch das Schicksal von der Petra, die ganz klein war und dann im Paloma Ocean Resort Hotel beim Katzenhaus gefunden wurde und die mir dann von einer Petra gebracht wurde, die ich auch sehr gut persönlich kenne. Und dann habe ich die kleine Petra aufgenommen und es war so gerade an der Grenze, dass die kleine Baby Petra auch essen konnte. Also die hat keine Milch mehr gebraucht. Das war auch wahrscheinlich das erste Futter, was sie bekommen hatte, wo sie bei mir gegessen hatte. Und sie kann halt froh sein, dass sie heute noch lebt und die hat auch geschrien gehabt, wo sie da gefunden wurde. Und wenn ein Babykätzchen schreit, also wenn ein Kitten da rumschreit, dann hat es entweder Hunger oder es muss auf Klo und dem muss dann geholfen werden, gerade von circa 4 Wochen. Und dann habe ich sie auch aufgenommen und ich habe sie gefüttert gehabt und dann habe ich sie natürlich auch erstmal dann auch aufgenommen und auch nach Hause geholt und auch einen Stall für sie aufgebaut, denn sie kann ja nicht einfach frei herumlaufen mit der Größe, dann ist es auch für sie lebensgefährlich, denn wir haben auch viele Männchen im Haus und es laufen auch andere Männchen herum hier in der Siedlung und wenn dann eine Katze hier in die Wohnung reinkommt, denn meine Haustür ist ja immer auf, dann kann es sein, dass das kleine Kitten dann gepackt wird von einem Kater oder vielleicht auch von anderen Katzen einfach gehauen wird. Wir sehen ja, was gerade los ist mit dem Pepper und mit dem Drachen, weil die ganzen Kitten werden ja auch ein bisschen zu viel und die sind auch ganz schön zickig gerade oder die Nicole oder all die anderen Katzen, die sind halt gerade, wie gesagt, das merkt man richtig, dass ihnen die ganzen Kitten gerade zu viel sind. Aber was kann man da machen? Man kann ja nicht wegschauen, man kann nicht die Kitten einfach zurücklassen. Also ich kann es auf gar keinen Fall. Und daher habe ich halt auch die Petra aufgenommen und dann hatten wir auch die Pamuk schon ein paar Tage vorher. Und ich habe dann die Petra, dass sie sich ein bisschen an das Zimmer gewöhnt, auch abends rausgelassen und die hat dann im Zimmer gespielt, auch mit der Pamuk und auch mit dem Stiefkitten, die sich auch sehr gut angefreundet haben. Dann hat sich auch Katja das alles von draußen angeschaut, vom Käfig von drinnen und hat dann versucht auch mitzuspielen, auch vom Käfig und bis dann in 2, 3 Tagen die Katja ein bisschen sozialer wurde, habe ich sie dann auch zusammengetan und dann haben sie auch angefangen miteinander zu spielen und auch miteinander halt viel Zeit verbracht und die sind auch sehr dicke Freunde geworden, sag ich mal so, und die sind auch sehr unzertrennlich geworden. Also die verbringen jeden Moment miteinander, die kuscheln auch miteinander, die schlafen auch miteinander, die essen miteinander und die kommen auch zusammen mit in den Laden in der Früh und auch am Abend wieder mit nach Hause. Und ich lasse denen auch die Stalltür auf und ich mache meine Schlafzimmertür zu, dass keine andere Katze reinkommt, sodass sie sich da auch ein bisschen halt auch an die Wohnung gewöhnen, denn ins Haus kann ich sie ja zurzeit auch nicht lassen. Denn wie gesagt, es kann sein, dass ihnen was passiert und wir müssen halt jetzt noch ein paar Tage auch in den Ställen bleiben im Laden, egal wie es einem auch so leid tut, wenn sie dort im Stall sind. Aber die Katja kann man definitiv nicht aus dem Stall rausholen im Laden, denn es kann sein, dass sie abhaut und dass man sie dann nicht mehr fangen kann oder irgendwie, dass sie dann verschwindet. Und dort, die ist halt zurzeit aus Sicherheitsgründen mit im Laden und dass sie auch ein bisschen sozialer wird. Denn
die ist auch ein bisschen scheu und wenn man sie dann hier zu Hause lässt, dann wird die halt auch nicht sozialer, weil sie den ganzen Tag dann hier zu Hause ist und ich bin halt die meiste Zeit im Laden. Und wenn man dann mit der Petra spielt und mit der Katja und im Laden dann mit einem Spielzeug, dann kann man sie halt ein bisschen besser zähmen und das ist dann auch besser für sie für die Zukunft. Leben werden die hier zu Hause, aber ich habe sie halt aus Sicherheitsgründen und damit sie auch ein bisschen geschult werden, mit in den Laden und da sind sie halt auch den ganzen Tag mit mir. Und wenn die Petra aktiv wird, die kommt raus aus dem Stall, weil die ist auch sehr zahm und mit der wird auch dann mit dem Spielzeug gespielt und mit Pamuk gespielt und dann kommt sie auch wieder, wenn sie müde wird, in den Stall rein, weil das halt bei der kleinen Katja leider zurzeit unmöglich, sagen wir mal so, denn sie wird halt, wie gesagt, weglaufen, ne? Aber es ist natürlich auch ein sehr, sehr schönes Bild und auch ein sehr beglückendes Gefühl, wenn man die jetzt so zusammensieht, wie sie da miteinander spielen, wie sie dann miteinander die Zeit verbringen, dass ich euch da vom Tagesablauf mehrere Kurzvideos auch teile, also die schönsten Momente. Ich teile mit euch natürlich die schönsten Momente, entweder wo sie gerade essen oder wo sie gerade spielen oder halt ganz süß miteinander schlafen, denn ich will ja auch hier auf der Seite die schönen Seiten verbreiten. Leider haben wir auch manchmal ein paar nicht schöne Seiten und die teilen wir hier auch dann mit, aber ich versuche halt so viel wie möglich halt immer nur die A-Seiten zu teilen und nicht die B-Seiten. Ne? Und daher Nicole, hör doch auf, so rum zu zicken. Die Nicole ist auch eine große Zicke geworden. Sie hat hier gerade die Sylvie angegriffen. Die sind beide gerade neben mir. Und die Pamuk hat auch immer tränende Augen. Der Tierarzt sagt, das ist wegen der Rasse, dass sie halt die Augen immer tränen. Das ist ganz normal bei der Rasse, meinte er. Und ich mache ihr da aber am Abend immer Terramycin-Creme rein. Da meinte der Tierarzt, das kann man da machen. Das ist für sie eine kleine Hilfe, die Terramycin-Creme, dass sie dort auch halt auch, dass sie halt nicht mehr so feucht sind. Ne? Und die sind auch alle im Schlafzimmer und die werde ich euch dann gleich auch alle zeigen. Und die Kitten beim Tierarzt der Prinzessin geht es leider nicht gut. Das ist keine gute Nachricht. Die hat jetzt 2 Tage beim Tierarzt ein Serum bekommen, weil sie nicht von alleine isst. Das ist nicht gut und ich hoffe natürlich, dass da mit der Prinzessin alles gut geht. Ich weiß auch nicht, wo sie sich jetzt die Katzenseuche eingefangen hat und warum das jetzt auf einmal so mit sich das mit ihr so entwickelt hat. Also die hatte ganz, ganz starken Durchfall. Ich hatte sie wegen Durchfall zum Tierarzt geschickt. Die hat 2 Impfungen. Die hat hier zu Hause gelebt. Sie war immer unter meiner Aufsicht. Und jetzt hat sie halt eine Krankheit bekommen, die Katzenseuche. Und dann muss man halt schauen, dass das bei ihr besser wird. Also wir haben auch das Gegenmittel für sie da, das Felisterin Plus aus Deutschland. Das wurde bei ihr auch benutzt. Und jetzt nochmal hier das Serum. Und wir hoffen auch natürlich, dass sie das überlebt und dass bei ihr auch alles gut läuft und dass auch ihr Auge noch behandelt werden kann. Denn das tut mir wirklich sehr, sehr leid mit der kleinen Prinzessin. Denn das ist ein richtiges Sorgenkind und wir haben uns sehr, sehr viel um sie gekümmert, jetzt die letzten 5 Monate, um auch ihr ein gutes Leben zu geben und auch mir das Leben zu retten. Und sie hat halt gerade keine gute Zeit und wir hoffen halt, dass sie überlebt. Und bitte auch die Daumen drücken für die Prinzessin, denn ihr geht es leider wirklich nicht gut. Heute, wo ich mit dem Tierarzt geredet habe, er wollte mir jetzt auch nicht so einen Schock einjagen oder so. Ich kenne ja den Tierarzt. Aber ich denke mal und ich hoffe mal, dass sie das auch unter Griff bekommen, denn sie ist ja auch schon mittlerweile über 6 Monate alt und der Körper ist ja nicht mehr so klein von 8 Wochen, dass man jetzt denkt, dass sie halt jetzt 8 Wochen alt ist und dass der Körper sehr viel zu schwach ist. Ich denke mal bei ihr, ich hoffe und ich denke mal, dass sie das auch schaffen wird, aber sie hat jetzt 2, 3 Tage ein Serum bekommen. 2 Tage, 2, 3 Tage, 2 Tage gestern und heute und wir hoffen mal, dass sie das auch überlebt beim Tierarzt und dass sie auch ein tolles Leben hier bei uns weiterführen kann. Na, also nicht vergessen, bitte die Daumen für die Prinzessin zu drücken und außer sie zum Tierarzt zu bringen, dass der Tierarzt sie behandelt, mehr kann ich da nicht machen. Ich muss sie halt auch jetzt hier zu Hause wegen der ganzen Kitten auch erstmal ein bisschen fernhalten, denn sie darf keine anderen Kitten hier zu Hause anstecken. Wenn sie andere ansteckt, dann haben wir hier ein riesengroßes Problem. Vor allem die ganz kleinen, jetzt die Petra, die Katja oder die Pamuk, wenn die angesteckt werden, dann haben wir hier ein riesengroßes Problem. Dann kann es sein, dass das für die kleinen Körper halt der auch ganz offen gesagt der Tod ist. Daher müssen wir halt dafür sorgen, dass sie beim Tierarzt gesund wird und daher auch bitte die Daumen drücken und dass sie halt auch keinen anderen mehr ansteckt. Ne?
Der Pelle und sein Bruder geht es auch gut. Und der eine andere mit der Katzenseuche, wo dass der Schaum in den Mund lief, dem geht es auch besser. Der Tierarzt meint auch, dass wir die hoffen mal, dass der auch überlebt. Aber bei sowas ist noch nichts entschieden. Ich bin da erst beruhigt, wenn der halt ganz gesund wird und auch alles im Blut wieder negativ ist. Dann bin ich erst wieder beruhigt, denn ich lasse auch mittlerweile bei den ganzen Ärzten, bei den ganzen Katzen, bei den ganzen Kitten, die da zum Tierarzt gebracht werden von mir. War ehrlich gesagt sauer, weil dort nicht sofort auch ein Test gemacht wird. Wenn man dann Tier helfen will, dann soll das entweder ganz gemacht werden oder gar nicht gemacht werden. Und ich weiß auch gar nicht, warum der Tierarzt bei einigen Katzen keinen Test gemacht hat, schon nicht viel früher, wie zum Beispiel bei der Fledermaus, dass dort nicht schon viel früher die ganzen Tests gemacht wurden. Ich war da richtig sauer auf den Tierarzt und mir geht es da auch jetzt auch nicht um die 700, 800, 900 Lira wegen einem Test. Der Test soll definitiv bei jeder Katze gemacht werden, die ich dort hinfahre. Von daher hoffe ich mal, dass die ganzen Katzen das auch schaffen. Und dann haben wir hier einen neuen FIP-Fall beim Tierarzt. Das ist ein Kater. Der wurde gefunden von einer Person. Es gibt ja eine WhatsApp-Gruppe von Cats and Gold, die Zuschauer, die Follower unter sich gemacht haben, von der Alicia Gabriele Colo wurde das gegründet und dann nochmal mit dem Dirk Krämer nochmal als Admin weitergeführt. Und die unterstützen auch die Katzen und die schauen sich das hier auch immer an und die unterstützen auch meine Katzen und die helfen auch sehr gerne. Und die haben auch die Katze, ein Gruppenmitglied von dieser WhatsApp-Gruppe, von den 74 Mitgliedern, die in dieser Gruppe vorhanden sind, die haben die Katze vom Ragger gefunden und der rote Kater, mir wurde Bescheid gesagt und ich habe dann mein Personal hingeschickt gehabt und ich habe den zum Tierarzt fahren lassen und haben den auch kontrolliert lassen und auch Tests machen lassen und es hat sich halt herausgestellt, dass er das FIP hatte, denn es wurde ja zuerst gedacht, ob der vielleicht angefahren wurde oder so oder getreten wurde, kann man ganz offen sagen. Der wurde halt auch natürlich nicht getreten, der hatte definitiv das FIP. Und durch die Gruppe, die von der Alicia Gabriele Colo gegründet wurde, hat man dann auch das mitbekommen und das ist halt dann auch jetzt die Katze unter der ganzen Gruppe, von der WhatsApp-Gruppe. Und die Katze, wenn die auch gesund wird, die ist jetzt in Behandlung und wir werden natürlich alles dafür tun, dass die auch wieder gesund wird. Und wenn er dann gesund wird, dann wird er auch hier bei mir zu Hause leben und natürlich auch nicht woanders wieder ausstellen oder nicht irgendwo anders wieder aussetzen, wo der herkam. Denn seine Behandlung wird jetzt auch wieder ein bisschen länger dauern. Es werden bestimmt 2 Monate wieder mindestens sein, also 60 Tage. Und wir hoffen halt auch sehr, dass der wieder gesund wird und dass der wieder ein ganz normales Leben hat und nicht mehr dieses FIP, wo der neurologische FIP, wo halt die Hinterbeine ganz gelähmt sind und sie da nichts mehr machen können. Und dafür werden wir halt alles tun, dass der auch wieder gesund wird. Ne? So, ansonsten den Katzen zu Hause ist es gerade so eine Durchfallwelle und wo die auf einmal herkommt, ich weiß auch gar nicht. Es haben 2, 3 der Katzen schon wieder Durchfall und ich muss halt schauen, wie man das jetzt im Griff wieder bekommt. Ich werde mal, wenn ich morgen beim Tierarzt bin, ein Mittel für die gesamten Katzen. Es gibt ja so eine Aufbaupulver und gegen das Durchfall, das dann in die ganzen Näpfe verteilt wird, dass das auch wieder in den Griff kommt mit dem ganzen Durchfall. Denn man merkt jetzt auch zum Beispiel bei der Heidi, dass sie Durchfall hat, aber die hat nur das Durchfall. Man merkt, dass sie keine andere Krankheit hat. Das merke ich hier an. Oder zum Beispiel der Bruder von Pelle, der hat auch das Durchfall wieder in den Griff bekommen, der kleine Schwarze. Und also es ist gerade Durchfall, sagen wir mal so. Es hat auch vielleicht mit dem Futter zu tun. Ich muss halt schauen, wie man das wieder in den Griff bekommt. Vor allem die Jüngeren haben Durchfall. Da muss man halt schauen, wie man das wieder in den Griff bekommt mit denen. Da werde ich mit dem Tierarzt morgen auch drüber reden. Aber wenn ich heute bemerke, dass einige Durchfall haben, die werde ich dann natürlich auch morgen mit zum Tierarzt nehmen und mal sehen, ob da eine Behandlung angefangen wird oder ein Mittel gegeben wird, so ein Pulver, das halt in die ganzen Näpfe halt kommt. Denn wenn eine Katze richtig krank ist, dann sieht man es hier auch an. Aber wenn eine andere Durchfall hat, dann
Es ist halt auch ein Riesenproblem in der Wohnung, wenn da irgendwie mal was tropft, dann muss man halt auch alles wieder sauber machen, ne? Logischerweise. Und ich habe hier gerade die Silvia, die genießt hier gerade das Massieren. Ne? Das ist hier die Silvia gerade bei mir. Und wird halt gerne gekraut werden. Und ich bin auch hier nicht gerade alleine. Und dann können wir mal schauen, was die anderen Katzen machen. So, ich habe jetzt die Kamera gedreht. Und die Nicole ist auch da. Die hat eben schon sehr gezickt gehabt. Und da ist man die Bounty, die war vor kurzem auch sehr krank mit der Apse. Da sieht man jetzt die Heidi. Schaut mal, die Heidi spielt. Die Heidi spielt, die Heidi hüpft. Also die hat zwar Durchfall, aber man sieht es hier an, dass es ihr im vollen Umfang ganz gut geht. Das Durchfall hat sie, aber wenn man sie anschaut, merkt man das nicht, dass sie Durchfall hat. Das sah nicht, die sah nicht so aus wie die Prinzessin. Oder hier die Zicke, die immer bei mir ist. Und da sieht man die Felis. Und da sieht man den schwarzen Bruder von Pelle und von dem Pirat. Und ich habe den auch einigermaßen zahm bekommen. Komm mal her, kleiner Bruder. Ja, nicht gleich weglaufen. Du lässt dich doch sonst auch immer streicheln. Das wollen wir auch gerade dem Publikum zeigen. Aber nee, man muss dann gleich weglaufen. Und schaut mal, das sind hier, sieht man die Felis, die auch ganz schön gewachsen ist. Und du alter Rabauke, was mehr, was willst du mir sagen? Ich mag es gar nicht, wenn du Abby und alle anfällst und sie dann verprügelst. Das mag ich gar nicht. Du sitzt dort wie so ein Pascha. Das sehe ich gar nicht ein. Ja, du sitzt da wie so ein Pascha-Drache. Ich mag dich so sehr, aber ich mag es nicht, wenn du die anderen haust. Der Pascha hier. Und da sieht man jetzt die Zicke, die Heidi. Hier ist die Heidi. Die hat auch gerade ein bisschen Durchfall. Und da sieht man den kleinen schwarzen Bruder, die Silvia, die Zicke. Und dann gehen wir mal hier ins Zimmer rein. Und natürlich ist der Pepper da. Und das ist hier auch eine richtige Zicke. Die sieht nicht so lieb aus, wie die. Die ist nicht so lieb, wie die ausschaut. Die Lilly. Komm mal her, Lilly. Du bist auch eine richtige Zicke, ne? Und schau mal, die Zicke ist gleich bei mir. Und sie legt sich gleich mit Silvia an. Habt ihr das gesehen? Wie die Zicke gleich rumzickt? Ja, alles gut, Nicole, alles gut. Und schaut mal, die ganzen Katzen, die haben alle schon Futter bekommen. Warum greifst du den kleinen Schwarzen an, Silvia? Warum? Was hat er dir getan? Die Geschwister von dem Schwarzen sind noch beim Tierarzt, aber denen geht es ganz gut und ich warte halt darauf, dass der Tierarzt anruft und sagt, du kannst sie abholen. Die sind in meinen Augen schon über den Berg. Und der Bruder ist auch sehr, sehr schön am Spielen. Und herzlichen Dank an die gesendeten Sterne für die Seite Cats and Gold und der Straßentiere.
für die Unterstützung. Und hier sieht man den Max. Max, bei dir ist alles gut? Ja, ne? Du hast keinen Durchfall. Nee. Ja, schau nicht so süß. Die Nervensäge, wie immer, mit ihrem süßen Blick. Und heute ist auch mal die Gretel hier. Schaut mal an alle, die Gretel vermisst haben. Die Gretel ist heute hier. Es ist ein bisschen frischer geworden. Und das ist ja hier die Wohnung der Katzen. Und hier ist ja ein bisschen wärmer drin. Vielleicht ist sie deswegen hier. Aber du hast noch kein Futter, ne? Die muss ich noch Futter legen. Und schaut mal hier oben. Lady Di. Einer der größten Zicken zu Hause. Aber eine Katze, die sehr an mir hängt. Da ist die Bella. Da ist die Bunte. Warum geht ihr alle auf den kleinen Schwarzen los? Was wollt ihr von ihm? Er hat euch allen nichts getan. Nicht wahr, Zicke? Du zickst auch mit ihm rum, ne? Du musst immer neben mir sein, ne? Jetzt schnuppert der Drache an dem Schwarzen. Und hier sieht man die Heidi. Wie gesagt, die sieht eigentlich ganz gesund aus, aber die hat Durchfall. Mal Futter haben. Ich muss aber was von unten holen. Nicht wahr, Pünktchen? Dich interessiert auch nichts, ne? Die Felis ist am Kugelspielen. Und hier sieht man die anderen Katzen. Und die Sylvia attackiert heute die kleinen Kitten alle. Nervensäge, alles gut. Und schau mal, wie die Gretel hier den kleinen Schwarzen anzickt. Also wie gesagt, die Nicole, die Gretel, den Pepper sind gerade die ganzen Kitten hier zu viel geworden. Die Biscuit ist auch schon raus aus dem Haus. Und das ist hier die Heidi. Ja, dich nehme ich morgen auch mit zum Tierarzt, ne? Dich nehmen wir morgen auch zum Tierarzt und lassen dich auch behandeln. Okay? Denn dir scheint es auch, wenn du jetzt hier eigentlich ganz gesund ausschaust, vielleicht hast du Parasiten. Von daher nehmen wir dich morgen mit zum Tierarzt. Und schaut mal hier, der kleine Schwarze, jetzt ist er gekommen. Seht ihr, ich habe ihn wieder zahm bekommen. Könnt ihr das sehen? Ja, jetzt gefällt es dir, ne? Dich habe ich wieder zahm bekommen. Du warst ganz scheu. Und du, Silvia? Zicke, hör auf mit ihm rum zu zicken, mit dem kleinen Schwarzen. Und da sieht man jetzt die Bounty. Und da sieht man die Nervensäge. Pelle und der Pirat sind noch beim Tierarzt. Und schaut mal, wie hier der Drache liegt. Der liegt ja ganz cool. Was?
Was, Drache? Was willst du mir sagen? Und schau mal, wie anhänglich der Schwarze geworden ist. Der ist zwischen meinen Beinen und will gekraut werden. Seht ihr das? Und der Drache liegt am Boden. Und der Schwarze lässt mich nicht mehr in Ruhe. Schaut mal jetzt, wie anhänglich die geworden ist. Seht ihr das? Ich habe heute auch eine weiße Hose an. Da kann man den gleich sehen, wie der richtig an mir hängt. Ja, alles gut. Ja, Zicke, du musst nicht gleich rumzicken. Du musst nicht gleich eifersüchtig sein. Was soll das? Jetzt bin ich außerdem auf dich getreten. Du springst mir ständig vor die Füße. Nicht vor die Füße springen. Was soll das? Du bist gerade im Genießmodus. Her, Kleiner. Komm mal her, komm mal her. Ich muss dich halt auch ein bisschen streicheln, dass es auch so bleibt, ne? Dass du auch so zahm bleibst. Komm her. Komm her. Ja, was? Ja. Es ist halt besser, wenn ich stehe, dann traut er sich mehr. Wenn ich stehe und ihn von oben streiche, gefällt es ihm besser, als wenn ich mich bücke und zu ihm. Okay. Und seht euch mal den Drachen an, wie der da liegt, der Checker. Hier sieht man Paul. Und die Nervensäge schaut auch. Also, ich gehe mal Futter holen. Die wollen alle noch mal Futter haben. Und hier, jetzt haben die Löwen untereinander Streit. Pepper und der Drache. Und ich bin gleich da. Ich hole dir mal kurz Futter. Na, was ist mit euch los? Ihr habt doch alle vorhin Futter gehabt. Also ich fütter die immer zuerst und dann fange ich mit dem Live-Video an. Denn es ist auch sonst anstrengend, sie ruhig zu bewahren. Dann haben sie jetzt noch mal eine Portion bekommen. Und hier oben bekommen wir auch noch mal was.
hier euer Futter. Und dann könnt ihr hier nochmal essen. Und wenn es nicht reicht, bekommt ihr später auch nochmal was. Aber wenn da jetzt gerade ein paar Durchfallkandidaten sind, dann ist natürlich das Beste, die essen das Trockenfutter, was ihr auch überall gibt im Haus. Und da sieht man jetzt das Paul. Ich habe den Napf genau vor ihr gestellt, dass sie da essen kann. Und schaut mal hier, wie gut die alle essen. Auch hier der Bruder von Pelle und dem Pirat oder die Heidi oder die Zicke. Das ist halt sehr gut, wenn die so gut essen. Was ist Drache? Was willst du mir die ganze Zeit sagen? Und jetzt ist Starshine auch reingekommen. Die geht aber auch gern zum Trockenfutter. Und jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Katzen haben wir hier gerade oben. Genau 20 Katzen. Und unten haben wir 5 Kitten, dann sind das 25. Also wir haben Pamuk, wir haben Petra, wir haben Katja, wir haben das Stiefkitten und wir haben Abby auch da unten, die wollte auch gerne da unten bleiben. Hier draußen ist auch noch eine Katze. Was machst du denn hier? Bounty. Und schaut mal. So schaut es aus, wenn hier die Katzen gerade essen. Und jetzt kommt unser Kellerjunge, der Leon. Also haben wir 26 Katzen gerade hier im Haus. Der Leon ist auch gerade da. Und der Max hat der Gretel das Futter weggenommen. Sie schaut zu. Und schau mal, die haben schon wieder alles weggegessen. Es ist euch zu wenig schon wieder. Die Nervensäge schaut auch da. Nervensäge, willst du Futter oder willst du Milch? Schau mal, hier hat jemand nicht aufgegessen. Hier können wir mal schauen, was du gerne willst. Hier. Du bist sehr bescheiden, Nervensäge, ne? Du wartest, bis alle gegessen haben. Dann fängst du an zu essen. Und ich glaube, die bekommen noch mal was, denn dort haben einige nicht gegessen. Drache, was hast du schon wieder gemacht? Drache, du gehst ja auf alle los. Das geht ja gar nicht. Na, warte nur ab. Ich krieg dich noch. Lilly, keine Angst. Okay, alles gut, er ist weg. Komm, keine Angst. Der Drache, ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Das war der liebste Kater hier zu Hause. Und jetzt ist er so aggressiv geworden.
machen wir hier, die kommen wir gleich wieder. Machen wir mal hier ein bisschen die Näpfe voll. Denn die kommen ja gleich wieder. Komm, komm, Pünktchen. Ja, ja, hatte ich ja, hatte ich ja. Ja, der Drache hat Bounty verprügelt und ist danach nochmal auf Lilly losgegangen. Lilly, schau nicht so böse. Er ist schon weg. Bagheera, wo kommst du denn her? Die Bagheera ist auch gerade gekommen und die Lilly hat gerade Ärger bekommen. Ja. Von dem Drachen. Und unser Kellerjunge, der Leon, er ist jetzt auch da und ist am Essen. Und du, Bruder von Pelle? Und Gretel hat jetzt auch ihr Futter. Die Nervensäge hat auch gegessen. Und da ist ja noch, wenn die noch Hunger haben, in den Näpfen was da. Da unten. Oder hier haben wir nochmal nachgefüllt. Und Leon ist jetzt auch am Essen. Und unsere Bunte, er ist sich am Putzen. Ja, und Lilly geht zu dem Napf, schaut mal, zu dem Napf in der Mitte und isst da die Reste von Max und Gretel. Und der Peppa ist auch am Essen. Und du, Starschein, was ist mit dir los? Du siehst immer so unglücklich aus, Starschein. Du hast auch keine Freunde, ne? Du hast auch wirklich keine Freunde. Und du, Silvia? Ja, Drache. Du verstehst dich nur mit Max oder was in letzter Zeit. Sieh ich mal hier den Drachen an. Jetzt ist er hier. Und wie schaut's denn hier aus? Was denn hier mit dem Futter passiert? Bestimmt war der Wolfgang hier, dass das da so ausschaut. Und die Zicke ist natürlich neben mir, wo ich jetzt hier rausgehe. Und die Bagheera ist auch gekommen. Schau mal, die Bagheera ist da. Na, wo wollen die alle hin? Die Siedlung ist auch endlich ein bisschen ruhiger geworden. Es sind nicht mehr so viel von der Nachbarschaft da. Leon, wo willst du hin? Geh wieder in den Keller. Es ist aber ganz schön frisch geworden am Abend. Hier geht gerade so ein Wind. Jetzt weiß ich, warum die Katzen hauptsächlich drinnen sind. Und dann noch streiten. Und wer ist die Katze da vorne? Ist das schon wieder Gretel? Jetzt hat Gretel gut gegessen und dann verlässt sie das Haus und geht wieder zum Security. Das ist eine richtige Security-Katze geworden. Ja, das ist Gretel.
Ich wusste es. Na, Gretel, wo willst du hin? Willst du wieder zum Security, ne? Schau mal, alle kommen hinterher. Leon, Nervensäge. Die Zarte. Komm, wir gehen zurück. Komm. Starschein, vor allem, wo willst du denn hin? Jetzt kommt Erstgeborener auch. Und schau mal, wie schnell die Zicke mitkommt. Seht ihr, das ist die Zicke, die zu mir läuft. Komm, Erstgeborener. Es ist genug Futter auf dem Tisch. Komm. Und was macht hier die Lilly? Die ist auch rausgekommen. Und Pünktchen kommt auch zugelaufen. Ja, Zicke, hätte mich gewundert, wenn du da geblieben wärst. Du bist ja gleich direkt mitgekommen. Da scheinen wir gerade auf Erstgeborener losgehen, aber sie ist zurückgekommen. Komm, Leon! So, dann habt ihr gesehen, dass es den Katzen gut geht. Und wir gehen einmal runter. Und schauen mal, was die Kitten machen. Und dass du mir morgen früh nicht wegläufst, okay? Ja? Abgemacht? Du läufst morgen nicht weg. Du kommst zum Tier zum Kastrieren. Ja? Okay? Nicht weggehen, okay? Lady Di, du kannst da oben bleiben. Ich bin zu Hause, okay? Du brauchst nicht zum Parkplatz zu gehen. Ja. Jetzt hast du mich gesehen, jetzt bist du beruhigt, ne? Du kannst gern weiter schlafen. Du musst nicht. Du musst nicht zum Parkplatz gehen. Ich bin hier. Drache war schon wieder am Rumzicken. Und seht euch mal einer hier die Abby an. Wie cool sie da liegt. Oder das Stiefkitten. Oder hier Pamuk. Oder die Katja.
ist hier vor der Tür einer unserer Katzen. Dann na, ihr habt doch schon Futter bekommen. Ne, du bist die Zutrauliche. Ja, was ist los? Ihr wartet ja hier unten. Aber ihr habt überall Futter drin. Ihr habt noch Futter, das ist noch nicht mal angerührt. Ne, 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 wir können nicht schmusen jetzt. Das sind meine Katzen hier unten. Auf dem Balkon. Die bekommen natürlich auch das gleiche Futter wie die da oben. Hier kommen auch an die 10 Katzen her. Hier haben sie auch immer Trockenfutter, Wasser, Feuchtfutter. Und eine von denen ist sehr zutraulich geworden. Das war aber eine ganz scheue früher. Die habe ich auch. Was? Die habe ich auch zahm bekommen. Und das sind die Kitten von der hier. Pamuk, wo ist Petra? Na Pamuk, ich hab dich was gefragt. Wo ist die Petra? Hä? Ist sie schon wieder hier hinten? Da ist die Petra. Die versteckt sich immer hier. Petra, kommst du mal bitte da raus? Kannst du dich mal bitte zeigen? Ja. Aufstehen, Petra. Komm, komm ein bisschen spielen, ja. Wie du dich da mal versteckst. Ja. Und dann wache ich wieder in der Nacht auf und ich sehe dich dann neben mir. So. Der Stuhl. So. Ich habe durch dein Versteckchen gebaut. So. Herr Petra. Und dann wach ich in der Nacht auf und dann bist du auf einmal wieder neben mir. Und was ist, wenn ich dich aus Versehen dann auf dich rutsche? Nicht wahr, Pamuk? Pamuk ist zurzeit die wahrscheinlich bekannteste Katze Deutschlands. Also manchmal denke ich, hier war gerade eine Mücke. Schau mal hier die Katja an. Na, jetzt sieht Petra wieder los. Habt ihr das gesehen? Ich wusste, die kann nicht ohne toben. So. Schau mal, wie klein die ist. Schau mal, wie klein die ist. Nicht wahr, Pamuk? Und die Katja fängt jetzt an zu spielen. Und Pamuk, wenn da etwas klingelt, ist sie gleich damit dabei. Und die Pamuk hat irgendwie eine verstopfte Nase. Ob das jetzt nach der Impfung kam. Und schau dir mal die Petra an. Die Petra ist auch sehr froh, wenn ich hier bin. Die ist auch so beliebt, die Kleine. Die ist so hyperaktiv, die ist so beliebt. Nicht wahr, Petra? Und du, Abby?
Stiefketten, was hier im Schlafzimmer sein Revier ist. Dann Petra ist runtergesprungen. Na Petra, und Pamuk geht zum Wasser. Nee, die will mit meinen Schuhen spielen, die Petra. Jetzt kommt der Stiefkitten. Und Katja spielt gerade im Rohr. Und jetzt ist die Katja froh, dass die Petra wieder aktiv geworden ist. Jetzt spielen wieder zusammen die beiden dicksten Freunde. Die beiden Katzen, die ein Schicksal hatten, die heute nicht mehr gelebt hätten. Und schau mal, was aus der Katja geworden ist. Wie schön die hier spielt, wie schön sie tobt, wie glücklich sie ist. Was für ein tolles Leben sie jetzt hat, mit der kleinen Petra zusammen. Und wir hoffen auch natürlich, dass sie das überleben, dass sie das überstehen, dass sie ein gutes Leben haben. Denn hier zu Hause dürfen sie auch immer leben. Und die Abby schaut da auch mit zu. Schaut mal, wie heute schon unser Video heißt, die beiden unzertrennlichen Freunde, die Katja und die Petra. Die Petra hat geschlafen gehabt, wir haben sie geweckt und zum Spielen geholt und schaut mal, die hat auch gleich gespielt. Ich kenne ja die Katze. Der ist schon um einiges größer als die Petra. Das sieht man auch. Also, die ist mindestens doppelt so groß. Und Pamuk, wo bist du denn hin? Mit was spielst du denn da? Mit was beschäftigst du dich? Willst du da nicht mitspielen bei denen?
Amok. Ich glaube, ich muss dir. Ach, du spielst mit dem Stiefkitten. Pamuk, zeig mir mal deine Augen bitte. Na, wo läufst du gleich hin? Du wirst gleich weglaufen. Hast du feuchte Augen? Ich gebe dir gleich noch mal Creme in die Augen, ne? Kleine süße Pamuk. Einer der bekanntesten Katzen Deutschlands zurzeit. Ein bisschen niesen hast du schon, Pamuk, wie kommt das? Petra, hier, hast bestimmt schon ein bisschen feuchte Augen. Und du attackierst hier das Gimbal. Petra. Pamuk trinkt sehr viel Wasser, das fällt mir richtig auf. Schaut mal, die ist schon wieder beim Wasser. Die trinkt sehr viel Wasser, die Pamuk. Zicke, tut's auch hier rein, ne? Komm rein, Zicke. Komm rein, ich bin hier drin. Komm. Komm, Zicke, komm rein. Komm. Und Pamuk will gleich abhauen. Habt ihr das gesehen? Das ist schon ein richtiger Fuchs. Die weiß, wenn die Tür aufgeht, wo sie da abhauen kann. Die Pamuk. Und Abby schaut sich alles an. Und die Petra ist jetzt aufs Klo. Super. Sie weiß schon, wie sie aufs Katzenklo geht. Das ist wirklich super. Und die Zicke schaut auch dort zu Petra. Und hier sieht man jetzt das Stiefkitten. Und Pamuk steht dort in der Ecke und schaut durch die Gegend. Stiefkind ist gekommen.
Und da sieht man jetzt auch, wie die da spielen. Und ich denke mal, dass das auch noch alles gute Freunde werden. Also ein Problem haben sie nicht miteinander. Und schaut mal, alle wissen, wo die was zum Essen und Trinken haben von den Kitten. So wie hier zum Beispiel die Katja, die da gerade auch in Richtung Klo geht. Und die Petra muss wieder meine Schuhe attackieren. Zicke, hör auf, lass sie in Ruhe. Die Zicke muss natürlich sofort rumzicken. So. Jetzt versteckt sich. Zicke, du fliegst gleich hier raus. Ja, ich weiß, dass du gerne bei mir sein willst, aber du musst dich auch benehmen. Okay, Zicke, sonst fliegst du hier wieder raus. Okay, Kleines. Katja wurde gerade attackiert von der Zicke. Wie der Name das schon sagt, Zicke. Und die Petra ist da. Und Pamuk ist auch da. So, und dann möchte ich mich für heute verabschieden. Ihr habt gesehen, dass die Zicke und die Petra, ich meine die Petra und die Katja, sehr, sehr gute Freunde geworden sind und auch viel Zeit zusammen verbringen. Pamuk versteht sich ansonsten auch mit jedem, aber sie ist mehr so der Einzelgänger. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich halte euch natürlich auf den Laufenden, was hier alles mit den Katzen passiert. Ich danke euch alle fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren und für die Sterne. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.